Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem Monatsrückblick Juli, meinem Sommerurlaubsmonat. Ich hatte in dem Monat ja 2 Wochen Urlaub, die dritte Woche jetzt auch noch im August und ich befinde mich gerade auch noch so darin. Und es war ein wunderbarer Sommermonat mit vielen schönem, sonnigem Wetter, mit tollen Begegnungen, mit wunderbaren Wanderungen, Stadtrundgängen und ja auch einfach wunderbar freier Zeit. Und ich hatte ja auch eine kleine Sommerpause. Ihr habt letzte Woche schon meine Neuzugänge gesehen. Ich verlinke euch das Video auch gerne nochmal in der Infobox, solltet ihr es nicht mitbekommen haben. Ich werde im August wahrscheinlich ja trotzdem immer nur noch samstags erstmal ein Video hochladen und mal gucken, wie sich das dann ab September einpendelt. Eventuell dann noch mit einem zweiten Video. Geplant ist, dass die Bücherwoche jetzt auch erstmal noch zweiwöchentlich bleibt, weil ich auch aktuell noch nicht im normalen Lesefluss bin, wo ich sage, nach so 2,5 Büchern lohnt sich eine Bücherwoche. Da könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ja, wie ihr das so seht. Ich habe innerhalb des Julis tatsächlich nach jedem Buch immer einen kleinen Clip gedreht. Ich habe es mir so ein bisschen einfach gemacht und dachte, wenn du irgendwie nach 4 Wochen über, keine Ahnung, 10 Bücher sprechen musst, Steffi, mach dir das ein bisschen einfach. Und ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wie ihr das so findet mit den Clips, weil das ist ja der Leseeindruck wirklich direkt danach gefühlt, spätestens meist am nächsten Tag, wie ihr das so findet, ob man das vielleicht auch für die Bücherwoche so machen kann, insofern sich das irgendwie zeitlich anbietet, sagt mir da gerne mal, wie ihr das so findet. Ich habe eigentlich damit begonnen, ja, alle Clips immer direkt zu drehen. Leider sind die ersten 4 Impressionen oder die ersten 3 abhanden gekommen. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie beim Copy-Paste passiert, das ist auch nicht schlimm. Ich habe die dann im Nachgang ja im Grunde drangehängt, was ein bisschen blöd jetzt wahrscheinlich ist, wenn man sieht, weil ich Anfang des Monats ja noch anders aussah als Mitte, Ende des Monats und ich jetzt aber ja Mitte, Ende des Monats dann, ihr versteht. Ist auch wahrscheinlich vollkommen egal, wird wahrscheinlich niemand anderen auffallen, außer mir selbst, aber nicht, dass ihr euch da ein bisschen wundert. Vielleicht ein klein bisschen Statistik vorab. Ich habe 12 Bücher im Juli gelesen. Es ist tatsächlich, ich glaube, mit der Seitenzahl der schwächste Monat des Jahres mit 3430 Seiten, was einfach auch am Urlaub liegt und am Sommer liegt. Und nicht, dass ich sage, ich mag den Sommer nicht und lese deswegen nicht. Ganz so ist es bei mir überhaupt nicht. Ich bin ja ein absolutes Sommerkind und genieße jeden Moment, wo die Sonne scheint. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann viel draußen bin, viel unterwegs bin, auch einfach mal da sitze an einem See oder im Garten oder jetzt auch mit Weasley viel unterwegs war und einfach sage, ich muss da jetzt kein Buch dabei haben. Aber ja, vielleicht pendeln wir uns bei 10 bis 12 Büchern auch einfach ein. Dann ist das für mich auch vollkommen fein. Und so war das auch mit den 12 Büchern. Es gibt 2 Highlights und 3 abgebrochene Bücher, weswegen auch die Seitenzahl so ein bisschen geringer ist. Und ich komme im Durchschnitt auf knapp 110 Seiten am Tag. Und für alle, die Statistik noch mehr lieben, vielleicht als ich selbst, im Durchschnitt habe ich eine Sternenvergabe von 3,17. Und so hat sich für mich der Monat wirklich auch angefühlt. Es war ein guter Monat, ein okay Monat, aber natürlich auch durch die 3 Abbrüche weiß man natürlich, okay, das zieht den Schnitt mit nach unten. Da helfen auch die 2 Highlights nicht. Aber ja, soweit war das gut. Und ich denke, ich zeige euch jetzt erstmal 11 Clips. Den 12. Clip sozusagen mit dem letzten Buch mache ich dann im Anschluss und dann spreche ich auch noch über einen Film, den ich angeguckt habe und eine Serie, die ich im Juli mir angesehen habe und auch noch mitten dabei bin. Und ja, alles an Büchern und Timestamps findet ihr auch unten. Ich würde jetzt nicht vorher alles zeigen, wie wir es sonst in der Bücherwoche machen. Ich glaube, es würde den Rahmen sprengen. Aber guckt gerne in die Infobox, welches Buch euch vielleicht irgendwie mehr interessiert. Dann könnt ihr da am Zeitstempel hinspringen. Das sortiert sich ja dann so in Kapitel. Und wenn ihr Infos zu den Büchern wollt, ja, schaut da auch einfach gerne mal vorbei. Da verpacke ich alles. Und ja, dann legen wir jetzt los und ich gebe das Wort ab an die Steffi aus der Vergangenheit. Das erste Buch im Juli war von Mia Newman alias Adriana Popescu, Wo die Liebe dich findet. Ist mein erster Newman, auch wenn ich den anderen Newman sozusagen noch hier auf dem Sub habe, habe ich mit dem neuen Buch von Adriana begonnen. Ich liebe die Bücher von Adriana Popescu. Ganz egal, ob sie Adriana Popescu heißt, ob sie Carrie Fisher heißt, ob sie Carrie Price heißt. Nein, ich weiß gar nicht. Also sie ist ja unter den verschiedensten Pseudonymen unterwegs und egal in welchem Genre sie sich da bewegt, ich liebe einfach alles, selbst wenn sie Adriana
Adriane Jakob ist und rauchische Krimis schreibt, auch dann bin ich ein großer Fan. Und so war ich natürlich mega gespannt auf das Buch von Mia Newman. Ich habe es mir direkt bei Adriana bestellt, wo dann auch eine Signierung mit enthalten war und ein Gimmick. Und es war sogar noch ein Lesezeichen dabei, genau das habe ich hier hinten mit rein. Also eine Postkarte von Amy aus Montana, denn dorthin entführt uns ja schließlich Adriana auch in diesem Roman. Ja, wir treffen in diesem Buch auf Amy, die in New York als Journalistin und Fotografin arbeitet, deren On-Off-Partner, Schriftsteller ist, ein ganz schön merkwürdiger Typ ist und ich mich persönlich immer wieder gefragt habe, was findet die eigentlich an dem? Ja, sie bekommt den Auftrag, von ihrer Chefin nach Montana zu gehen, um dort ja im Grunde besondere Eindrücke einzufangen, das Leben dort, der Cowboys, Pferde und das ländliche Leben eben einfach zu fotografieren. Und ja, Amy ist da anfangs gar nicht so angetan, freut sich dann aber auf den Auftrag und landet dann bei der Familie rund um Jackson. Ja, vor allem auch bei seinen Großeltern und kommt dort auch unter. Und Jackson ist so, ja, ein bisschen unnahbar, ein bisschen stoisch, hat ein bisschen, ja, wenig zu erzählen. Aber ja, wenn sie dann anfangen, sich auszutauschen, dann sind das wunderbarste Dialoge, die neckisch sind, die flirty sind, die unterhaltsam sind und wo man als Außenstehender richtig merkt, ja, da sprühen innerlich die Funken und es ist aber noch keiner von beiden bereit, das auch ja, nach außen zu tragen. Ja, wir sind hier dann eben in Montana und Amy lernt so ein bisschen das Leben, das ländliche Leben kennen, auch der Cowboys, um da so ein bisschen klischeehaft unterwegs zu sein. Sie macht Ausflüge auch mit Jackson und lernt dort eben auch ganz viele liebe Menschen kennen und ja, der On-Off-Partner rückt eher so in den Hintergrund und auch Jackson umgibt irgendwie ein Geheimnis und das finden wir zusammen mit Amy heraus. Wenn ihr dieses Buch beginnt, macht euch eine Country-Playlist irgendwie auf YouTube oder Spotify an. Für mich war das perfekt. Es war für mich ein absolutes Highlight, was ich in 2 Tagen weggesuchtet habe. Ich liebe den Schreibstil von Adriana. Das macht so, so, so viel Spaß. Ich lese unglaublich gern ihre Bücher. Ich mochte die Charaktere. Ich habe Amy ins Herz geschlossen. Ich fand Jackson einfach nur großartig. Meine Güte, was ist das für ein männlicher Charakter. Ach, ich habe mich direkt verliebt und habe echt gedacht, Mensch, den kann man eigentlich nur gern haben, auch wenn man dann eben immer mehr und immer tiefer unter seine harte Schale kommt. Großes Bücherkino, was die Charaktere angeht, was die Umschreibungen von Montana angeht, einfach der Hammer. Wenn die beiden Ausritte unternehmen und uns diese Umgebung beschrieben wird, diese Natur, diese Ruhe, man riecht förmlich die Sonne und die Seen und das hat so, so viel Spaß gemacht. Also das hat Adriana wirklich oder Mia Newman wirklich perfekt gemacht und es hat einfach super viel Spaß gemacht. Auch die Nebencharaktere sind einfach nur zum Anhimmeln, zum Knuddeln, zum einfach mögen. Ich verstehe auch gut, dass sie dann doch mal so ein bisschen Gegengewicht reingebracht haben mit dem On-Off-Partner von Amy, dass man eben auch mal so einen Charakter braucht, den man echt doof findet und den findet man definitiv doof und das ist einfach schön. Also auch die Charaktere, wie die miteinander umgehen, ihre Gedanken, ihre Ideen, Emotionen, das hat wirklich Adriana mir perfekt gemacht. Es hat so, so viel Spaß gemacht. Es war für mich wirklich ein Highlight und auch dieses ganze Country-Setting, also als wäre man wirklich mit vor Ort, als würde man mit Amy da sitzen und wahrscheinlich am Ende die Fotografenreihe sich mit ihr anschauen und sie Geschichten erzählen. Richtig, richtig toll. Ein Meisterwerk, auch besonders betonen möchte ich, es bringt sie ja auch als Self-Publisher heraus. Ich glaube, das kann man hier auch ganz gut erkennen. Sie hat ja als Mia Newman keinen Verlagsvertrag, aber nichtsdestotrotz, also es ist einfach perfekt. Es ist gewohnte Popescu-Qualität und auch wirklich die Dialoge, ich finde die immer so perfekt. Ich finde die so echt, das fühlt sich lebendig an, locker an, leicht an. Es hat die perfekte Mischung an Emotionen. Ein bisschen Kitsch ist natürlich dabei, aber das erwarte ich ja auch von der Liebesgeschichte. Und das Buch hat mich ja dann dazu gebracht, auch noch eine Serie auf Netflix zu beginnen und auch eine Country-Playlist, die bei mir hoch und runter spielt. Also ja, ich bin total im Feeling. Ich danke Adriana alias Mia Newman für dieses wunderbare Buch, für diese tolle Lesenstunden. Und ja, zu der Serie werde ich, denke ich, dann am Ende des Videos ein bisschen was erzählen. Also großes, großes Bücherkino, absolutes Highlight in diesem Genre. Es hat so, so viel Spaß gemacht, diese Liebesgeschichte zu lesen. Und Jackson,
Ach, da kann man einfach nur schmachten und ja, also große, große Empfehlung, wer Liebesgeschichten gerne liest und sich mal nach Montana verirren möchte und auch nichts gegen Pferde hat, der ist hier absolut richtig. In diesem Clip sprechen wir über Buch 2 und 3 im Juli. Ich habe eine Liebe auf Guernsey von Pippa Watson gelesen. Eine Geschichte, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, die ich im letzten Jahr ertauscht habe. Und jetzt bin ich ja selbst auf den Hund gekommen und dann dachte ich, ja, der Juli darf gerne etwas locker, leichter beginnen. Und so habe ich dann Anfang des Monats auch zu diesem Buch gegriffen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war wirklich eine Geschichte, die einen mitgenommen hat, begeistert hat, die locker war, leicht war, die aber auch wunderbare Charaktere gezeichnet hat. Und ich war sehr überrascht über den Stil von Pippa Watson. Ich habe von der Autorin, soweit ich weiß, noch nichts gelesen. Es gibt aber einige Bücher von ihr, die eben auch irgendwas mit Tieren und meistens mit Hunden zu tun haben. Und ich glaube, das wird hier jetzt auch nicht das letzte Buch gewesen sein. Wir treffen auf Kate, die auf der Insel Guernsey lebt. Es ist eine Kanalinsel und sie ist da sehr glücklich, sehr zufrieden. Sie ist Touristenführerin und hat eigentlich ein schönes Leben. Doch dann meldet sich ihr Ex-Freund Brian, ja, und er bittet sie, auf seiner Hochzeit Trauzeugin zu sein. Und dann steht ihr Leben auf einmal Kopf. Denn sie muss sich jetzt natürlich die Frage stellen, empfindet sie noch etwas für ihn oder sind das einfach nur so aufgewärmte Gefühle? Und zudem gibt es auch noch die ein oder andere Veränderung in ihrem Leben. Jetzt klingt das natürlich ein bisschen vorhersehbar und man hat auch das Gefühl, dass man die Geschichte schon das ein oder andere Mal gelesen hat, beziehungsweise gibt es ja auch einen ganz bekannten Film mit Julia Roberts, der in so ein bisschen eine ähnliche Richtung geht. Aber ich muss wirklich sagen, dass sich das hier frisch angefühlt hat, modern angefühlt hat, dass Kate wirklich ein toller Charakter war, der wirklich auch wunderbar gepasst hat, dem man nahe gekommen ist, deren Gedanken, Gefühle, Emotionen und auch ja, Dinge, die sie getan hat, also Reaktionen, wunderbar rübergebracht wurde von der Autorin. Es hat wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen, sich da einzuführen. Zudem war auch die Kanalinsel wunderbarst beschrieben. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier auch einfach unterwegs zu sein, ein bisschen was darüber zu erfahren, über das Leben auf einer Kanalinsel, überhaupt auch so ein bisschen dieses Feeling mitzubekommen, dass dann doch so manche Eigenart in den Menschen sozusagen ist. Und ja, ich fand es schön. Es war eine wunderbare ja, Liebes-, Freundschaft-, Lebensgeschichte, die ja, im Grunde gar nicht so richtig etwas benennen kann, was mir nicht so gefallen hat. Vielleicht einfach, dass sie ein bisschen vorhersehbar war und eben ja irgendwie nicht ganz das i-Tüpfelchen irgendwie hatte. Aber es kann eben auch nicht jedes Buch ein absolutes Highlight sein. Mir hat die Geschichte gut gefallen und ja, natürlich auch, was es mit dem wunderbaren Hund dann auf sich hatte. Das dritte Buch dann im Juli war Der Hund des Zeitreisenden von Damian Dippen. Ein Buch, das ich mir im April mit einer lieben Freundin zusammen gekauft habe. Wir haben auch die ersten zwei, drei Leseabschnitte zusammen gelesen. Dann ist sie leider so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm. Die Geschichte war anders als erwartet, denn ich hatte hier schon die Erwartung, dass wir eben einen Hund haben von jemandem, der Zeitreisenden ist. Und das ist nur bedingt korrekt. Das ist etwas, was man vielleicht so ein bisschen wissen sollte, dass es eben nicht der Hund an und für sich ist, der, also dass man nicht erwarten sollte, dass der Hund auf den Zeitreisenden in dem Sinne wartet, sondern der Hund eben auch selbst durch die Zeit reist, beziehungsweise eben unendlich lebt und uns so eben eine sehr, sehr lange Zeit, ich glaube von Anfang des 18. Jahrhunderts, ich habe es immer nicht so mit so Zeitensachen, ja, 1833, 34 beginnen wir, glaube ich, auch mit dem Prolog, der beginnt 1600 irgendwas und dann gehen wir aber zurück, genau, ja, also wir sind irgendwie 1600, 1700 unterwegs, ja, vermutlich und ja, wir treffen eben auf besagten Hund, der mit seinem Herrchen unterwegs ist, hier auch dem Hochadel mit angehört, beziehungsweise diesen dient, dort eben auch unterwegs ist, dort verkehrt und eines Tages wird er ja in Venedig auf einer Treppe bei einem Fest, wo der scheinbare Widersacher seines Herrchens ist, einfach allein gelassen, denn sein Herrchen flippt und ist einfach weg und er wartet auf ihn. Er wartet auf ihn viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte und wir begleiten ihn eben durch diese Zeit, durch verschiedene Länder und sind hier immer wunderbarst mit dabei, was er erlebt, was die Zeit mitbringt. Und es war ganz anders, als ich erwartet habe. Es war ein sehr
bildhafter Schreibstil, der sehr viel Zeit sich genommen hat, um Gegebenheiten zu erzählen, um uns den Hund näher zu bringen, um seine Gedanken, um seine verschiedenen Freundschaften, die er schließt, näher zu bringen. Und mir hat das richtig gut gefallen. Es war ein bisschen sehr lang gezogen. Ich glaube, man hätte der Geschichte auch durchaus noch 50, 60 Seiten irgendwie kürzen können. Aber es war sehr wohlig. Es hatte ein Gefühl so ein bisschen wie Ankommen. Gleichzeitig wird man mitgenommen und entdeckt auch Neues. Es ist so ein bisschen Abenteuerreisen. Und das wirklich sprachlich mal ganz anders. Es war nicht unbedingt leicht, aber man konnte trotzdem gut folgen. Man brauchte so 50, 60 Seiten, bis man drin war. Es war anfangs, fand ich, ein bisschen holprig, aber mir hat das gut gefallen. Es ist sehr poetisch. Es zeigt eben auch einfach die Liebe von Tieren zu ihrem Herrchen, Frauchen, Menschen. Auch einfach, wie die Zeit vergeht, was da ja jedes Tierchen so mit sich nimmt, worauf es sich vielleicht auch fixiert und ja, dass eben ein Tier Gefühle hat, Emotionen hat, nicht wie wir Menschen, aber eben auf ganz andere Art und Weise. Und ja, man muss hier mögen, dass man eben die Sicht des Hundes erlebt. Ich weiß, dass da viele so ihre Probleme haben, wenn Hunde oder Tiere sprechen, denken wie Menschen, aber ich glaube, dass das gar nicht so weit weg ist. Deswegen konnte ich mich hier sehr gut einfühlen und irgendwie bin ich wahrscheinlich Anfang Juli mehrfach gefühlt auf den Hund gekommen. Ja, dann war Weasley ja auch schon ein paar Wochen da, aber ja, es ist wirklich ein wunderbares Abenteuer, das sehr viel Spaß gemacht hat, wenn es auch einfach anders war, als ich dachte. Aber es hat mich gut unterhalten und ja, ich würde auf jeden Fall Damien Dippen als Autor auch mal im Hinterkopf behalten, sollte da vielleicht nochmal ein zweites Buch kommen. Das vierte Buch im Juli war dann Final Cut von Veit Etzold, ein Thriller, den ich nach 80 Seiten abgebrochen habe. Ich habe den bestimmt von über einem Jahr von einem Freund geschenkt bekommen, zusammen mit noch zwei anderen Thrillern. Und er war der Meinung, Steffi, das ist ein ganz toller Thriller, lese den. Und ich dachte bei Final Cut aber schon so, puh, ob mir das nicht zu blutig ist. Vor allem, weil Etzold eigentlich schon so gefühlt auch dafür bekannt ist, ein bisschen blutiger zu sein. Dennoch dachte ich, nach all den Liebesgeschichten und leichten Geschichten wird es jetzt mal Zeit für einen Thriller. Und so habe ich zu Final Cut gegriffen. Und aber nach 80 Seiten war es mir einfach zu viel. Es geht hier um eine junge Frau. Ich glaube, es war eine jüngere Frau. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und ja, man hat eben verschiedenste Freunde auf Facebook. Nicht alle kennt man persönlich. Und einer davon ist der Feind. Und auf einmal wird er dich eben suchen. Er wird dich finden und er wird dich töten. Und die Geschichte beginnt eben auch so ein bisschen mit einer Feier, wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche, genau. Und ja, hat auch ein bisschen was mit Hacken und Computerviren zu tun. Und ich bin nicht so richtig reingekommen. Ich fand es schon bereits am Anfang, in der Szene, wo im Grunde die erste Leiche auftaucht, war ich gefühlt schon raus. Es war blutig, es war unnötig brutal, es wurde sehr draufgehalten, sehr bildhaft beschrieben. Was ich bei Fantasy liebe, muss ich bei Thriller nicht unbedingt haben. Und mir war es einfach zu viel. Mir war es einfach, ich habe wirklich gedacht, boah, das sollst du jetzt weiterlesen, wird das noch schlimmer? Ich habe dann nochmal 2-3 Seiten überblättert, wo ich so dachte, ja, dann könnte die Brutalität ein Ende haben. Das war es nicht. Es war auch vom Stil einfach sehr platt. Es war vielleicht auch zu leicht, obwohl es ein Thriller war. Ich habe auch keinen so richtigen Spannungsbogen irgendwie nachvollziehen können. Es war auch gefühlt irgendwie nicht spannend. Und es war einfach nur, also einfach nichts für mich. Es tut mir auch echt leid, weil es das erste Buch des Autors war, aber meins war es irgendwie nicht. Und ich habe dann wirklich so 80 Seiten von knapp 430 gedacht, ja, eigentlich gebe ich ein Buch ein Drittel, aber es war einfach schon zu viel für mich und meine Nerven. Und ja, für mich war es nichts. Deswegen Abbruch nach 80 Seiten. Vielleicht wurde es später in der Geschichte noch spannend und packend und mitreißend. Das mag alles sein. Ich kann natürlich jetzt nur die 80 Seiten beschreiben, dass es für mich einfach zu viel war, zu blutig war, zu brutal war und es eben einfach nicht meins war. Aber ja, das passiert eben manchmal auch und ist bei Thrillern und gerade in den letzten Jahren, wo ich nicht mehr so viel Brutalität irgendwie vertrage, zumindest was Thriller angeht. Bei Fantasy funktioniert das ja tatsächlich noch mal ein bisschen anders, aber das könnte halt tatsächlich passiert sein und das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen stört. Ich kann ja auch mit True Crime nicht viel anfangen, weil ich immer denke, das ist ein echter Fall, da stecken echte Menschen dahinter und das führt bei mir wirklich zu Beklemmung und ja, so ein bisschen ging es mir hier, obwohl das natürlich Fiktion war, aber ja, 80 Seiten, mehr habe ich nicht geschafft,
Aber ja, muss auch manchmal gar nicht. Man sollte sich auch nicht zum Weiterlesen irgendwie zwingen. Das erste Hörbuch des Monats war dann Kein Sommer ohne dich von Emily Henry, eine Autorin, von der ich vor ein oder zwei Jahren, ich glaube, es könnten schon wieder zwei Jahre her sein, ein wunderbares Highlight-Buch gelesen habe. Die Welt zwischen den Zeilen oder irgendwie so. So hieß es auf jeden Fall, steht hier hinten. Und das war für mich ein absolutes Highlight und umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich gesehen habe, dass es wieder eine romantische Komödie der Autorin gibt. Und ich dachte, so etwas locker, leichtes, das hört man einfach am besten. Und da habe ich mich dann auch für das Hörbuch entschieden und es wurde gesprochen von Nora Jokosha. Ich hoffe, man spricht das so aus. Und hier möchte ich auch direkt sagen, hier läuft der Hund, hier möchte ich auch direkt sagen, dass mir die Sprecherin sehr gut gefallen hat. Ich fand, sie hatte eine sehr angenehme Stimme und sie hat ja dem Buch wirklich durch die Vertonung auch den ein oder anderen Pluspunkt gegeben. Die Geschichte ja, spielt anfänglich in New York City. Dort treffen wir auf Poppy, eine junge Frau, die eigentlich so gefühlt alles hat. Sie war oder ist Reisebloggerin, schreibt nun auch für ein Magazin über diverse Reisen und ist auch soweit ganz zufrieden mit ihrem Leben. Sie hat einen guten alten besten Freund aus Jugendtagen, den Alex. Und beide haben eigentlich in den letzten Jahren immer zum Sommer eine Reise gemacht. Das hat vor zwei Jahren abrupt geendet. Und jetzt nähert man sich wieder so ein bisschen an und verabredet sich diesen Sommer wieder für eine Reise, denn der Bruder von Alex, ich glaube es war der Bruder, will heiraten und beide sind dazu eingeladen. Und so ja, ergreifen sie im Grunde die Möglichkeit, um eben vielleicht auch das noch zu retten, was von der Freundschaft irgendwie übrig ist. Ja. Und hier haben wir eine Geschichte, die sehr viel in Rückblicken arbeitet. Das heißt, wir sind jährlich mit den beiden unterwegs, erfahren, wo sie unterwegs waren, was sie erlebt haben, was sie sich angesehen haben, wie das mit dem Reiseblog entstanden ist und auch wie sie dann zum Magazin gekommen ist, welchen Schwerpunkt sie auf den Reisen hatte. Und das hat mir im Buch auch richtig gut gefallen. Also die verschiedenen Orte, die wir bereist haben, die waren alle sehr lebendig, die haben sich gut angefühlt. Man hatte wirklich den Eindruck, man bekommt eine Geschichte übers Reisen erzählt. Das hat mich wirklich begeistert mitgenommen und auch überhaupt diese Reiseziele und vielleicht auch die Gründe und was sie gesehen haben, das fand ich richtig gut. Also man hatte da auch richtig Lust dabei zu sein. Mir haben die beiden Charaktere auch ganz gut gefallen. Ich fand nur, sie waren ein bisschen blass. Man hat Emotionen, Gefühle, ja, das hat einfach so ein bisschen gefehlt, sodass eben auch die Emotionen und auch während so einer Freundschaft, Liebesgeschichte, dass das einfach ein bisschen wenig war, wie ich fand. Also es ist mir nicht so ans Herz gegangen, wie vielleicht bei der ein oder anderen Liebesgeschichte. Und überhaupt war der Stil zwar sehr locker, sehr leicht, er war sehr eingängig und das habe ich auch aus dem ersten Buch in Erinnerung, während das aber doch um einiges tiefgründiger war und auch in den Dialogen so einen Witz hatte und ja, auch einfach die Emotionen da so ein bisschen hochgeköchelt sind, was mir sehr gut gefallen hat, das hat hier gefehlt. Es war ein bisschen fad, es war ein bisschen banal und man wusste relativ schnell, worauf es hinausläuft. Es gab dann noch so eine Wendung, die in der Schulzeit lag, wo ich dachte, okay, daran hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht. Aber sonst fand ich das sehr vorhersehbar und dadurch auch ein bisschen langweilig. Es gab wenig Spannung und es hat auch zwischen den beiden irgendwie die Chemie nicht so richtig gepasst. Und ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass wir schon sehr spezielle Charaktere haben, auch von ihrer Art, wie sie sind. Aber sie sich selbst manchmal zu wenig ernst nehmen oder vielleicht auch zu viel ernst nehmen, damit man dann irgendwie denkt, ja, was jetzt? Also ich, ja, für mich war es ein okayes Buch. Es hat mich unterhalten. Ich habe das jetzt in der Woche auch wunderbar immer zwischendurch gehört. Ich glaube, lesend hätte es mir nicht so gefallen. Während mir das andere Buch habe ich ja gelesen, Die Liebe zwischen den Zeilen oder irgendwie so. Und das fand ich ja wirklich mega. Also es war wirklich ein Highlight für mich. Hier ist jetzt Kein Sommer ohne dich leider nicht rangekommen. Aber es war schön, es war gut vertont und es war was locker, leichtes für nebenbei. Aber ja, da habe ich definitiv schon schönere Liebesgeschichten, Komödien gelesen. Also von daher kein Highlight und auch nur bedingt eine Empfehlung. Aber es war ganz okay. Die nächsten beiden Hörbücher habe ich auf meinem Weg nach Heidelberg begonnen und leider auch abgebrochen. Und zwar hat die liebe Becky von Isara geschwärmt von Julia Dippe. Das ist ja auch die Autorin, die dann Casa Dim geschrieben hat. Und ich weiß, dass Isara mal einen riesen Hype hatte, weil entweder der dritte oder vierte Band dann nicht mehr weiter verlegt werden sollte. Es dann Petitionen von Lesern gab. Also es war richtig Spannung hier. Und
Becky hat das jetzt gelesen, war super angetan, hat aber schon auch den Verdacht geäußert, ob das so meins ist, weil es wohl sehr Romantasy ist. Und ja, da muss ich tatsächlich zustimmen. Ja, der erste Teil hat den Untertitel Das ewige Feuer. Und wir lernen Ari kennen, sie ist ein Scheidungskind und lebt eigentlich bei ihrer Mutter. Ihr Vater ist aber super reich und sorgt dafür, dass sie eben in irgendwie in eine Schule kommt. Es ist, glaube ich, kein Internat, aber eine Schule, wo sie ja im Grunde darauf vorbereitet werden soll, was sie vielleicht irgendwie dann irgendwann mal ist. Und eines Tages wird sie von etwas Übernatürlichem angegriffen, das sie töten möchte. Und dann kommt aber ja ein Schulkollege, Freund, also sie kennen sich nicht, aber sie kennen sich eben von der Schule. Lucian kommt ihr zu Hilfe. Und er hat dunkle, braune Augen und sieht einfach umwerfend aus. Und das ist dann auch noch das Einzige, was Ari beschäftigt. Ja, also es ist natürlich schon etwas Urban Fantasy. Ich fand auch den Anfang ganz okay. Ich fand aber Ari wirklich schrecklich. Ja, sie ist, ich weiß gar nicht, 16, 17, hat sich schon sehr pubertär verhalten, wie ich fand. Und ich bin halt nicht dieser extreme Fan, das ist ja so New Adult gemischt mit Fantasy, das ist halt nicht immer meins. Also das muss irgendwie funken, das hat es hier leider nicht und ich habe dann nach knapp 20% gedacht, ach nee, ich habe eigentlich gar keine Lust weiterzuhören. Die Sprecherin war aber soweit in Ordnung, an der lag es definitiv nicht und ja, ich habe es dann abgebrochen. Dann dachte ich so, nach dieser Schmuserei hier, machst du weiter mit dem Thriller und es ist ja relativ frisch rausgekommen, als Das Böse kam von Iva Leon Menger und da waren meine Erwartungen sehr, sehr hoch, denn Monster 1983 ist das Hörspiel schlechthin, es ist Grusel, Mystery, es ist spannend, es ist packend, es fängt auch so diese 80er Jahre wirklich wahnsinnig gut ein, auch wenn man an Stranger Things mag und das hat, also dann sollte man unbedingt reinhören, man hat wahnsinnig viele tolle Hörbuchsprecher, die auch Synchronstimmen sind. Das heißt, wenn man die Stimme einem Schauspieler zuordnen kann, dann läuft in dem Film eben auch wirklich im Kopf die Schauspieler mit ab. Und ich fand Monster 1983 großartig. Also das ist wirklich was, wo ich richtig Lust hätte, das auch mal mir nochmal anzuhören. Das war wirklich spannend, packend. Mein Problem, weswegen ich noch nicht gereadet habe, ist ja, dass es mir die Stimme von David Nathan so für ein Jahr versaut hat, weil ich immer den Polizisten, den Sheriff vor mir hatte, als Christian Bale eben im Sheriff-Kostüm. Und das war ein Problem, weil ich dann in jedem anderen Hörbuch, wo David Nathan drinsteckte, immer auch diesen Sheriff gesehen habe. Und das hat natürlich nie immer gepasst. Aber vielleicht, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich ihn, als Das Böse kam, war ich super gespannt und habe es auch als Hörbuch mir dann gehört, gesprochen von einer jungen Frau. Ich habe den Namen leider verdrängt, aber ich glaube, es müsste hier dann auf dem Cover stehen. Wir treffen auf Juno, sie müsste auch so 16 gewesen sein, die mit ihrer Familie auf einer Insel lebt. Und dort müssen sie sich verstecken und sie weiß aber noch gar nicht so richtig warum, sondern nur, dass am anderen Ufer eben Fremdlinge sind und die wollen der Familie Böses, die wollen die Familie auslöschen. Und dann passieren so ein paar Dinge und Juno stellt auch Dinge dann in Frage und dann taucht auch noch ein fremder junger Mann auf ihrer Insel sozusagen nachts auf und da weiß sie irgendwie was stimmt nicht. Auch das Hörbuch habe ich nach 30% dann abgebrochen. Das Buch hatte aber auch nur knapp 330 Seiten. Also es waren dann runtergerechnet sozusagen keine 100 Seiten. Aber es war irgendwie, also es war weder ein Thriller, noch hatte es Spannung, noch hatte es irgendwie die Atmosphäre von Monster 1983. Vielleicht ist tatsächlich auch die Erwartungshaltung einfach sehr, sehr hoch gewesen. Aber mich konnte das nicht fesseln. Also Juno, sie trifft halt auch diesen Fremden und dann ist alles egal und sie riskiert alles und sie vertraut ihm direkt und sie stellt nichts in Frage. Sie stellt dann nur irgendwann ihre Eltern in Frage, wo ich mir dachte, na Mädel, ja, natürlich ist das in Ordnung, dass man das alles irgendwann komisch findet, aber und es ist in den 30% irgendwie nicht viel passiert. Es hatte kaum Spannungsbogen. Es war total pubertär und das möchte ich tatsächlich auch genauso sagen, wie ich es meine. Nein, nicht so meinen, wie ich es sage. Egal. Und ich fand das echt anstrengend. Also Juno, also die Perspektive von ihr konnte man schon nachvollziehen. Ich glaube, es war für eine 16-Jährige schon okay. Aber warum, weshalb, wo führt das hin und
was will mir Ivar Leon Menger sagen? Also ich fand das auch überhaupt nicht, dass das ein Thriller war. Und auch diese ganze Insel oder diesen Landabschnitt. Und dann gab es auch ein Gespräch zwischen Juno und ihrem Vater. Und ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, hä? Vielleicht, und da möchte ich mich gar nicht, irgendwie möchte ich das gar nicht beschönigen, müsste man weiterhören, um dann irgendwann die Wendung zu erfahren und dass das Sinn macht. Aber es hat mich bis 30% nicht gepackt und dann dachte ich, nee, also das wird nichts. Also es hat auch, also vielleicht hätte ich auch nicht mit dieser Erwartungshaltung rangehen dürfen, vielleicht funktioniert ein Hörspiel auch einfach anders und besser als ein normales Buch, als ein normaler Thriller. Meins war es nicht. Also beide Hörbücher wurden dann auf der Hinreise abgebrochen und das war leider gar nicht meins. Aber ja, so ist das. Ne? Eingezogen in diesen Monat und dann auch ja, direkt gedacht, sollte man einfach mal anfangen. Und so eine Reise mit ja knapp 10 Stunden Fahrzeit, da denkt man sich ja, da schafft man ein bisschen was. Aber da hatte ich kein so richtig gutes Händchen. Ja, leider. Ganz anders. Ja, und da bin ich im gleichen Outfit. Verhält es sich dann aber mit Ichigo Ichi von Francesc Miralles und Hector Garcia. Ja, ein Buch, das ich mit meiner lieben Freundin Anita gelesen habe. Leider jetzt nicht mehr ganz so an dem Wochenende zum Austausch gekommen bin, aber das ist gar nicht weiter schlimm. Wir hatten uns zum ersten Teil ausgetauscht und ja, dann auch zum 2. und 3. Teil, aber dann halt in einem. Und ja, das habe ich dann auf der Heimreise zu Ende gelesen von Heidelberg. Dementsprechend komme ich jetzt direkt im Anschluss. Und es heißt hier hinten so schön, jetzt oder nie, jeder Moment ist besonders. Und genau, ja, das bedeutet auch dieses Ichigo Ichi. Das ist nämlich die japanische Lebenskunst, die uns hilft, einmalige Chancen zu ergreifen, indem wir die Einzigartigkeit jedes noch so unscheinbaren Augenblicks und jeder noch so flüchtigen Begegnung schätzen lernen. Und von dem Autorenpaar haben wir auch schon Ikigai, genau, gelesen. Da gibt es auch in irgendeiner Bücherwoche, habe ich darüber schon gesprochen und umso neugieriger war ich, was uns hier nun erwartet. Und dieses Ichigo Ichi, meine Güte, das ist eben diese japanische Kunst, dass man wirklich den Moment genießt, dass man im Jetzt ist, dass man das Jetzt auch genießt, dass man sich bewusst ist, dass alles endlich ist und dass das Heute und das Jetzt eben wirklich das Wertvolle ist. Und ich habe auch, wie ihr seht, einige Markierungen drin vorgenommen, weil das Buch wirklich ganz, ganz tolle Impulse geliefert hat. Das fand ich auch richtig, richtig gut. Es heißt ja so schön, bedeutet auch, was wir in diesem Augenblick erleben, wird sich nie mehr wiederholen. Und es ist eben eine Aufforderung, achtsam zu sein, im Hier und Jetzt zu sein und ja, dass man eben auch dieser Begegnung einmal oder dieser Begegnung eben auch in diesem Moment sozusagen bleibt und den auch genießt. Es gab hier noch was Cooles mit der Vergangenheit und der Gegenwart. Ich hoffe, ich finde das ja. Also Wut und Traurigkeit, damit befindet man sich meist in der Vergangenheit. Bei der Freude ist man in der Gegenwart und Angst, da ist man in der Zukunft. Und wichtig ist eben wirklich diese Freude, das Gegenwärtige zu genießen, weil alles andere, da ist man eben auch nicht im Moment. Dann gibt es hier Zen-Lektionen für ein Leben mit Ichigo Ichi. Also da geht es zum Beispiel auch darum, dass man sich einfach mal hinsetzt, auch das einfach beobachtet, was man gerade sieht und was mit einem geschieht, dass man den Augenblick genießt, dass man Ablenkungen meidet, also auch dieses klassische Multitasking ist hier wirklich nicht sehr gut, dass man sich von Nebensächlichen befreit, dass man sich auch mit sich selbst befreundet, dass man auch ein Leben in Unvollkommenheit genießen kann, dass man sich in Mitgefühl übt und dass man sich auch von Erwartungen verabschiedet und befreit. Das fand ich auch richtig gut. Dann gab es hier auch einen ganz interessanten Vergleich ein bisschen, oder nein, eine, ja, nein, kein Vergleich, dass man etwas von Steve Jobs mit reingenommen hat, denn auch er hat sich wohl in der japanischen Lebenskunst so ein bisschen damit beschäftigt. Und er sagt eben hier, dass man rückblickend die Punkte verbinden könne oder erst dann rückblickend, um die wahre Bedeutung vieler Ereignisse im eigenen Leben zu verstehen und dass man eben auch daran dann glaubt, dass sie alle zu etwas Gutem führen. Und das ist so, das Leben wird eben vorwärts gelebt und rückwärts betrachtet oder wie das war, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Und das ist ja auch so, dass einem das Leben, um es mit Meatloaf zu sagen, im Rückspiegel auch irgendwie anders erscheint. Und da ist natürlich schon
Wahres tatsächlich dran. Dann geht es hier auch mal um ein Spiel mit dem Zufall. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass man manches einfach mal auswürfeln sollte. Dann gibt es eben, heißt es auch so schön, Probleme zu haben, bedeutet lebendig zu sein, und es sind nicht so sehr die friedlichen Zeiten unseres Lebens, als vielmehr die schwierigen und unser Umgang mit ihnen, die uns formen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch ganz wichtig, dass man Probleme immer als Herausforderungen sieht. Ja, hier heißt es dann auch so schön, dass man keine Ratschläge erteilen soll, um die man nicht gebeten wurde. Fand ich auch toll. Passt ja auch ein bisschen so zu diesem Satz, dass ich mir eben aussuche, von wem ich Rat annehme, und oder auch Kritik zum Beispiel, dass ich eben auch nur auf die Kritik höre, nach der ich auch gefragt hätte. Hier ist auch ganz schön, Feste feiert man vor allem für die, die nicht eingeladen sind. Das fand ich richtig großartig. Dann merkt man auch so ein bisschen die Leichtigkeit der beiden Autoren. Und ja, hier haben wir auch, niemand ist eine Insel, in sich ein Ganzes. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes. Wird auch nur ein Erdklumpen vom Meer weggeschwemmt, so ist Europa gemindert, als wäre es eine ganze Landzunge, als wäre es ein Landgut gewesen, als dass dein Freund oder mir gehört. Das war so ein bisschen im Zusammenhang, dass man eben nie allein auf der Welt ist und dass man das, ja. Und auch ein sehr schöner Grundsatz ist, sie sind nicht ihre Gedanken. Also ein tolles Buch, das richtig spannende Impulse gibt, das Gedankengänge wieder anregt, dass Achtsamkeit, das im Hier und Jetzt, dass diese Zen-Momente, auch das, was man aus dem Yoga mitnimmt, mit der Atmung und Ähnlichem, dass man eben einfach hier ist, dass man sich dem Jetzt auch bewusst ist und dass man ja eben wirklich diese besonderen Augenblick genießen muss. Es ist leicht, es ist locker, es ist, finde ich, für jeden verständlich, für jeden, der neu anfängt mit Achtsamkeit, aber auch wie Leute für meine Freundin und mich, die sich damit schon mehr beschäftigt haben. Es sind immer wieder diese neuen Impulse, die es ausmachen, die einem das nochmal bewusst machen. Und ich finde, man braucht das manchmal, um einfach wieder dran erinnert zu werden. Und dann ist das so eine Art Auffrischung und tut tatsächlich der Seele, dem Herzen, dem Geist sehr, sehr gut. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Für mich auch wieder ein Highlight. Fand ich richtig, richtig toll. Und ich bin sehr gespannt, was von dem Autorenpaar noch kommt. Von Francesc Miralles ist auch ein neues Buch in diesem Monat bei mir eingezogen. Das seht ihr aber in den Neuzugängen. Ich weiß noch nicht, ob ich es lese jetzt im Urlaub. Aber ja, da würdet ihr gegebenenfalls, seht ihr den Autor nochmal. Und ja, Highlight, 5 Sterne, wirklich top. Wird ins Highlight-Sachbuchregal sozusagen wandern. Hat mich wirklich sehr, sehr begeistert. Das nächste Buch, was ich im Urlaub begonnen und auch beendet habe, ist von Polly Harper, Lovely Hearts. Nur ein Lächeln von dir, Auftakt einer Dilogie. Der zweite Band ist auch schon angekündigt. Ich bin über das Buch gestolpert, weil es optisch doch ein bisschen aussieht wie zum Beispiel Redwood oder auch die Neuauflagen von Virgin River. Wobei ich ja Virgin River nicht ganz so gut fand, aber die Redwood-Reihe habe ich ja sehr, sehr, sehr geliebt. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar bekommen, habe es direkt dann auch als E-Book jetzt gelesen. Wir treffen hier auf May, die zurück in ihr Heimatstädtchen nach Colorado muss, denn ihre Schwester mit Ehemann ist ums Leben gekommen und sie soll sich jetzt um ihre beiden Nichten kümmern. Sie hat aber keinen großen Bezug mehr zu diesem Städtchen oder auch keine große Beziehung zu ihrer Schwester und ja, schon gar nicht gefühlt zu den Nichten. Sie ist ja sehr freiheitsliebend, mag ihr Leben so wie es ist und ist auch ungern lange Zeit an einem Ort, trifft jetzt dort auf ja ein Städtchen, was ihr auch so ein bisschen feindlich gesinnt ist, eben weil sie alle wissen, dass sie eben nicht so einen engen familiären Kontakt hatte und sie jetzt eben auch ihre Nichten ja übernehmen soll. Und auch davon ist sie selbst nicht ganz überzeugt und fragt sich, was sich ihre Schwester dabei gedacht hat. Und ja, das fragt sich unter anderem auch Cole. Das ist der zweite Protagonist der Geschichte, der beste Freund des Ehemannes, also der Vater der Nichten. Und auch er möchte eigentlich nur das Beste für die Mädels und möchte daher die Vormundschaft übernehmen. Er ist auch der Vermögensverwalter, da haben sie ihn dafür eingesetzt und er möchte da im Grunde auch das Leben der Mädchen weiter begleiten, weil er eben sehr eng mit ihnen ist als guter Freund der Familie. In diesem Städtchen machen es ihr, also May, auch nicht alle sehr einfach. Zudem ist das mit den Kindern natürlich auch schwierig, die gerade ihre Eltern verloren haben. Die jüngere der beiden spricht auch nicht mehr seitdem und ja, im Städtchen sehen die das also ein bisschen kritisch, was hier mit May und mit den Mädels sozusagen passieren soll, kann, muss. Wir treffen auch schon auf die beiden Charaktere des zweiten Teiles, auf Nora und Jax, ja. Und die werden dann eine größere Rolle wohl im Band 2 spielen. Also insgesamt ist das erste Buch jetzt auch abgeschlossen, die Geschichte. Wir werden aber, denke ich, die Charaktere auch einfach weiterhin treffen.
Eines vorneweg, nach An Redwood kam es für mich nicht. Es kam auch nicht zum Beispiel an das Buch von Adriana Popescu heraus als Mia Newman. Da hatte ich ja so ein bisschen Luft bekommen auf Country und auf das ländliche Leben der USA. Und ich gucke ja auch Chesapeake Shores. Chesapeake, ja. Also auf jeden Fall auf Netflix auch so eine Serie, die sich auch so ein bisschen dem Country verschrien hat. Und ich bin da so in Stimmung. Hier muss ich sagen, war es nicht ganz so schön. Es war eine lockere, leichte Liebesgeschichte. Also es hat sich gut weglesen lassen. Es hatte spannende Dialoge. Ich mochte auch die Charaktere sehr gerne. Die waren greifbar, bildhaft. Die haben auch in den meisten Fällen logisch gehandelt. Und in den Momenten, wo es nicht der Fall war, kann man es gut auf die Emotionen schieben. Ich finde, das hat Polly Harper sehr gut rübergebracht, hat wirklich auch greifbare Situationen und auch glaubwürdige Situationen geschaffen. Die Liebesgeschichte war sehr vorhersehbar, also man wusste relativ schnell, vor allem weil wir die Perspektiven von Cole und May hatten, wie die beiden irgendwie zueinander stehen und wie, wohin das laufen wird. Fand ich ein bisschen schade, aber so ist das manchmal. Für mich persönlich waren es ein bisschen wenig Emotionen, gerade was die Trauer angeht. Es war natürlich an mancher Stelle traurig, aber es hatte mich nie so gecatcht, wo ich dann auch so dachte, wo kommt das irgendwie her? Liegt das vielleicht auch an, dass sich May und ihre Schwester nicht so nah waren? Das könnte natürlich sein. Und ansonsten war es aber sehr bildhaft. Man hatte das Städtchen vor Augen, die Nebencharaktere waren gut gezeichnet. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich habe das an zwei Nachmittagen jetzt im Urlaub gelesen. Ich war gut unterhalten. Ein bisschen schade finde ich, dass die Perspektiven einfach zu ähnlich geklungen haben. Also sowohl May als auch Cole hatten die gleiche Sprache, das gleiche Denken. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass Mann und Frau nicht gleich denken und gleich auf andere Dinge reagieren. Ich finde es immer besser, wenn sich die sprachlich ein bisschen abhebt, sodass ich eben nicht nur am Namen erkenne, das über dem Kapitel steht, wem ich gerade lausche. Das ist hier leider auch nicht so gelungen. Aber es war ein schöner Auftakt, es hat Spaß gemacht, auch in Colorado unterwegs zu sein, auch die schrulligeren Nebencharaktere so ein bisschen mit zu erleben, auch das Leben der Kinder irgendwie zu begleiten. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich sage, muss man gelesen haben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich den zweiten Band lesen werde, weil dafür war es mir einfach zu wenig Städtchen, zu wenig Country und einfach ein bisschen, ja, zu wenig Emotionen tatsächlich. Aber so für zwischendurch, für den Sommer, wenn man da einfach was Nettes sucht, wo man nicht groß nachdenken muss, dann war es auf jeden Fall gut und hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Bei dem nächsten Buch handelt es sich um ein Geschenk von einer lieben Freundin, das für sie ein Highlight war, nämlich von Neil Gaiman, Sternwanderer. Das ist ein Buch, das jetzt neu aufgelegt wurde und es gibt wohl sogar eine Verfilmung. Das habe ich aber erst mitbekommen, als ich jetzt ein bisschen was zu dem Buch mir angesehen habe, recherchiert habe und ich doch ein bisschen neugierig war, wie andere Leute so dieses Buch fanden. Ja, von Neil Gaiman habe ich schon ein paar Bücher gelesen, immer mal wieder. Manche haben mich begeistert, andere waren okay, manch anderes auch enttäuscht und wurde von mir abgebrochen. Sternwanderer war für mich ein gutes Buch. Wir haben hier Fantasy, es ist wohl auch irgendwas, was mit einer Legende zu tun hat, die er, glaube ich, jetzt einfach nur aufgegriffen hat und erzählt hat. Es geht um das Dörfchen Wall, das im Grunde nicht zugänglich ist und auch nicht verlassen werden darf, außer alle 9 Jahre. Da gibt es eine Art Fest. Und wir treffen auf Tristram, der einen gefallenen Stern findet und den zu Victoria, richtig, bringen möchte. Und es geht so ein bisschen um Feen, um verschiedene Elfenwesen und wir sind hier wirklich in der Fantasy unterwegs. Ja, eine Geschichte, wo ich hohe Erwartungen hatte, weil meine liebe Freundin sehr davon geschwärmt hat und es für sie wirklich ein Highlight war. Und als sie mir davon berichtete, habe ich wirklich gedacht, das wird auch für mich ein Fantasy-Highlight. Es ist nicht sehr dick, es hat sich wirklich gut lesen lassen. Neil Gaiman hat hier ja schon einen sehr fantasievollen, bildreichen Schreibstil. Man wird richtig mitgerissen, hineingerissen. Man kann sich das alles sehr gut vorstellen. Es ist an mancher Stelle auch sehr poetisch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das ist auch der Neil Gaiman, den ich gerne lese. Ich hatte sprachlich so ein bisschen mein Problem, weil es manchmal sehr derb war, sehr
in manchen Bereichen auf den Punkt, was ich sehr unangenehm fand. Und es war auch unnötig brutal. Ja, ich lese Dark Fantasy. Ja, ich habe damit in der Regel keine Probleme bis zu einem gewissen Grad. Hier fand ich es aber unnötig. Und auch wie es so ausgeschlachtet wurde, das hat mich an mancher Stelle doch ein bisschen gestört. Auch das Sexuelle war mir hier ein bisschen drüber und war nicht so ganz das, was ich gerne lese. Die Geschichte selbst war an manchen Stellen richtig schön, sehr spannend, toll erzählt. Mir fehlte aber irgendwie auch manchmal ein roter Faden. Ich wusste manchmal nicht so richtig, wo geht es hin, was hat es jetzt eigentlich auf sich, und was mir echt ein bisschen gefehlt hat, waren tatsächlich die Feen. Also es gibt da so die ein oder andere Stelle, aber für ein Buch, wo es ja im Grunde auch darum geht und gerade auch um diesen Stern und was es damit auf sich hat, fand ich das ein bisschen wenig. Ich habe es gern gelesen, ich habe auch für diese 200 Seiten nicht sehr lange gebraucht. Ich hatte jetzt auch nie das Gefühl, dass es irgendwie jetzt an den Punkt kommt, wo ich es abbrechen möchte, müsste, sollte. Aber ich habe definitiv schon bessere Fantasy-Geschichten, bessere Gamens gelesen und muss sagen, für mich leider nicht das erhoffte, erwartete Highlight. Nichtsdestotrotz, es war eine schöne Geschichte, aber nur bedingt empfehlenswert. Also es hat auch nichts von einem Jugendbuch. Also ich würde sagen, ab 15, 16, wer hier das Gefühl bekommt, er hat irgendwie ein Märchen für Kinder, da sind wir absolut weit entfernt. Wenn, dann haben wir wirklich eher ein erwachseneres Märchen, eine Legende, Erzählung. Und Gaiman macht das schon ganz gut. Aber es war leider nicht so ganz meins, aber es war okay. Also es war schön. Ich würde in Sternen wahrscheinlich 3 Sterne geben, weil es Dinge gibt, die schön waren. Weil es aber auch einfach am gleichen Anteil Dinge gab, die mir nicht so gefallen haben. Aber ja, es war ein gutes Buch, aber würde ich jetzt nicht nochmal lesen, würde ich auch nicht unbedingt weiterempfehlen. Beziehungsweise eben einfach nur bedingt. Vielleicht für Leute, die Gaiman immer lesen, gerne lesen. Ich glaube, da machen die dann auch nichts falsch damit. Aber das war eher so ein durchschnittlicher Gaiman und leider nicht das erhoffte Highlight. Und das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist Bright and Pretty, Einen Tod musst du sterben, von Chris Kasper. War eine Empfehlung bei mir in der Thalia-Buchhandlung, habe ich irgendwann im Frühjahr mitgenommen, war super gespannt auf diesen Thriller, Jugendthriller. Und ich dachte, ja, das könnte doch mal wieder was sein, was super spannend ist. Und was soll ich sagen? Das war es definitiv auch. Wir haben hier die Pretty Pennies, das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die ans Graham College gehen und so ziemlich alle Schüler tanzen nach deren Regeln und alle, die sich ihnen in den Weg stellen, ja, die werden das wohl bitter bereuen. Und wir haben hier einen Trupp von 4 jungen Leuten und es gibt auch eine neue am College und auch die wird natürlich von der Clique genau ins Auge gefasst und überprüft und sie hat es dann am Ende auch geschafft, in diese Clique aufzukommen. Doch dann gibt es vermehrt Lügen, es gibt Intrigen, es gibt Probleme, es wird Rache geübt und es gibt dann eben auch noch einen jungen Bacon, der hier ins Spiel kommt, der dann auch von denen, von der Gruppe noch gemobbt wird und allerdings weiß er etwas über Lynn, die Neue in der Gruppe, und fängt sie eben auch an zu erpressen und ob das seine gute Idee war oder nicht. Das lest ihr am besten selbst. Es war ein wahnsinnig toller Spannungsroman. Es war für mich nicht ganz Thriller, aber es hatte einen tollen Spannungsbogen. Es war wirklich interessant geschrieben. Es hätte, klappt nicht ganz. Es hatte sprachlich einen richtig tollen Aufbau. Es war mit verschiedensten Arten von Chatverlauf über Tagebuch, über Zukunftsgedanken, also dass man auch einen Blick nach vorne werfen konnte. Es war wirklich sehr gut sprachlich aufgemacht. Es war leicht, es war locker, es war spannend, es war auch sehr düster und einnehmend. Also das tat mir auch richtig gut. Es hat mir sehr gefallen, also dass man auch mal so den Atem anhält. Und ich fand das auch wirklich richtig, richtig gut, wie Chris Kasper das hier geschrieben hat. Für mich war es an mancher Stelle ein bisschen zu viel Klischee, ein bisschen zu gewollt. Und es gab auch so die ein oder andere Wendung, wo ich dachte, vielleicht hätte man da irgendwo nochmal anders hin abbiegen können. So ist es eben nicht ganz ein Highlight geworden, aber es war spannend, es war packend, es hat wirklich Spaß gemacht. Und sie hat hier wirklich für mich auch eine Geschichte geschrieben, wo ich schon mit gerechnet habe, dass es spannend ist und in eine Thriller-Richtung geht und sie das auch wirklich geschafft hat. Obwohl natürlich so das Thema mit einer Gruppe am College
und Intrigen, wo man sagt, ja, das hat man gefühlt ja alles schon gesehen, gelesen oder auch in Serien geschaut. Aber hier kommen eben auch Aspekte dazu, die ich wirklich neu fand, die ich spannend fand, wo ich eben mir auch erhofft habe, dass hier mal etwas Spannendes gemacht wird. Und das hat sie auf jeden Fall geschafft. Bei den Charakteren muss ich auch echt sagen, dass sie die sehr facettenreich geschaffen hat, dass sie die auch wirklich toll sich hat entwickeln lassen, dass man nicht so ganz nah rankommt. Also das war zumindest mein Empfinden. Aber man konnte sie sich vorstellen, man konnte mitgehen, man konnte viele Dinge nachvollziehen. Und auch wenn mir zum Beispiel Lynn nicht ganz so sympathisch war oder ich auch nicht so ganz rankam, fand ich das als Leser doch richtig, richtig gut gemacht. Man merkt auch bei dem einen oder anderen Charakter, vor allem bei Lynn, auch diesen inneren Zwiespalt. Das, finde ich, hat Chris Kaspar richtig gut rübergebracht, dass eben nicht immer alles so locker und leicht ist und jede Entscheidung auch gleich klar ist, was das für eine Konsequenz hat, sondern ja, dass das eben auch wirklich manchmal, wie soll ich sagen, tatsächlich einfach man einen Moment länger überlegt, beziehungsweise auch im Nachgang durchaus mal sagen kann, ach, Mensch, hätte ich das doch einfach anders gemacht. Die Beweggründe der Charaktere werden gut durchleuchtet. Das ganze Setting ist richtig toll, wenn auch nicht wirklich neu. Spätestens nach Gossip Girl oder ich denke auch Pretty Little Liars wird im Zusammenhang mit dem Buch ja immer mal genannt. Aber ja, mir hat das wirklich gut gefallen. Also ein toller Thriller, Spannungsroman, der wirklich tolle Elemente hatte. Besonders auch der Einstieg, der einen fesselt und gleich mitnimmt. Und wäre man vielleicht den Charakteren ein bisschen näher gekommen und wäre manche Wendung nicht ganz so gewesen, wie sie war, glaube ich, wäre das wirklich ein Highlight geworden. Aber mir hat es gut gefallen. Ich habe es wirklich auch zügig gelesen und wirklich Spaß gehabt, dazu zu greifen. Und das ist ja sowieso immer das Wichtigste bei einem Buch und auch vom Cover. Richtig, richtig cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das 12. und letzte Buch des Monats ist dann ein neues Hörbuch und zwar Das kleine Cottage in Irland von Julie Kaplan. Das ist der 7. Teil der Romantic Escapes Reihe, eine Reihe, die ich ja unglaublich gerne höre, wo ich auch alle Teile wirklich sehr, sehr gerne gehört habe, bis auf irgendwas in Paris. Das habe ich ja abgebrochen. Ich habe zu der Reihe auch schon mal einen Hörgenuss gedreht, den packe ich euch auch unten in die Infobox. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Das Schema ist im Grunde immer recht ähnlich. Wir haben unsere Protagonistin, die irgendwie flüchtet, beziehungsweise irgendwie etwas Neues entdecken möchte und dort dann eben in ein anderes Land reist und uns dort das Land näher bringt. Die Kultur, das Essen und dann eben auch eine Liebesgeschichte in der Regel irgendwie eine Rolle spielt. Und ich habe mir für einen Monat jetzt BookBeat geholt. Es gab irgendwie so ein Schnäppchenangebot, einen Monat BookBeat für 1 Euro. Und da war auch dieses Hörbuch verfügbar und auch das nächste Hörbuch, was ich dann im August angefangen habe, höre ich jetzt darüber. Und finde ich tatsächlich ganz cool, einfach mal wieder so ein Angebot zu nutzen. Und so spare ich mir im Grunde ja 2 Gutscheine irgendwie von Audible. Was natürlich gar nicht schlecht ist. Ja, wir treffen jetzt auf dem Weg nach Irland Hannah. Sie ist Anwältin und möchte nach Irland reisen, um einen 6-wöchigen Kochkurs zu besuchen. Sie kann sehr vieles, sehr gut, nur nicht kochen und möchte da eben jetzt einfach einen Kurs nehmen und da ein bisschen besser werden. Sie lernt auf dem Weg dorthin schon Connor kennen. Sehr überraschend, sehr stürmisch. Eine Anfangsszene der beiden, die mir unglaublich gut gefallen hat. Und es ist sehr stürmisch, es ist sehr wild und beide gehen dann aber ihrer Wege mit den Gedanken, ach, den jeweils anderen sehe ich nicht mehr wieder. Doch es kommt dann anders, denn bei diesem Kochkurs angefangen, wird das Geheimnis im Grunde um Connor schon mehr oder weniger offenbart und der Gruppe im Grunde auch vorgestellt. Und jetzt hat natürlich Hannah so das ein oder andere Problem. Aber wir lernen mit ihr Irland kennen, das Essen kennen, das Trüppchen rund um den Kochkurs kennen und eben auch die Liebesgeschichte zwischen ihr und Connor, die sich da ganz zart dann im Grunde anbahnt. Für mich wieder ein ganz, ganz tolles Wohlfühlbuch von Julie Kaplan. Ich mag die Geschichten aus der Reihe einfach super gerne. Ich fand es auch hier richtig toll vertont. Leider habe ich mir jetzt nicht gemerkt, wie die Sprecherin heißt, aber das wird, glaube ich, hier auf dem Cover draufstehen. Ich fand es toll, dass wir wieder aus der Sicht von Hannah die Geschichte erzählt bekommen. So kommen wir der Protagonistin sehr nah. Wir sind emotional mit dabei, gedanklich. Wir erfahren um die Gefühle, was sie ja im Grunde auch empfindet, wie ihr Irland gefällt, wie ihr der Kochkurs gefällt. Ich finde die Interaktion mit der ganzen Gruppe richtig toll.
Da sind sehr verschiedene Menschen dabei und es gibt so eine schöne Gruppendynamik, aber gleichzeitig ist jeder auch nochmal so ein Individuum. Ich finde, das hat Julie Kaplan richtig, richtig toll gemacht. Connor war mir an mancher Stelle zu oberflächlich, aber man schließt ihn dann doch durch die Augen von Hannah auf jeden Fall auch ins Herz und das hat mir dann auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist wieder sehr gefühlvoll, es hat viele Emotionen, es hat aber keinen Kitsch, was ich ja immer gut finde. Ich mag diese Mischung, es darf ein bisschen kitschig sein, ganz klar, aber es umso kitschiger, umso weniger mag ich es in der Regel. Mir hat es super gut gefallen. Es gab wieder viel Essen, man hat so ein bisschen Urlaubsstimmung, man bekommt Irland erzählt, man hat es bildhaft vor Augen, das schafft die Autorin richtig, richtig cool. Und ich finde eben auch einfach toll, wie diese Kochgruppe zusammengestellt wurde. Und dieses Thema, dass man hier eben auch einfach eine Liebesgeschichte hat, immer irgendwie mit was zu essen und gleichzeitig Kultur, das finde ich richtig toll. Es ist der letzte Teil, wohl irgendwie offiziell. Es gibt ja noch ein Buch, was nicht übersetzt wurde. Das ist Die geheime Küste in Kroatien, was ja laut Verlag nicht in dieses Schema irgendwie gepasst hat. Das wollte ich jetzt eigentlich diesen Sommer auf Englisch lesen. Muss zu meiner Schande gestehen, das habe ich noch nicht getan. Aber der August ist ja definitiv auch noch sommerlich oder der September. Von daher, da kann man ja vielleicht auch noch mal dazu greifen. Und es gibt im Englischen im Oktober, glaube ich, November einen Winter-Weihnachtsband, den ich jetzt auch schon gesehen habe, auch den Klappentext gelesen habe. Und vielleicht macht das ja der deutsche Verlag und übernimmt das Buch dann auch noch ins Deutsche. Müsste man natürlich gucken, das macht natürlich keinen Sinn, erst 3 Monate später herauszubringen. Da müsste man sich wahrscheinlich beeilen oder dann erst fürs nächste Jahr. Aber ich werde die Autorin auf jeden Fall auch im Auge behalten und würde mich da super freuen, wenn da noch irgendwie was kommt. Wobei ich jetzt natürlich auch verstehen kann, dass man sagt, man hat jetzt genügend romantische Fluchten, wie es ja zu Deutsch dann heißt, erzählt. Es hätte für mich schon noch so das ein oder andere Land gegeben, was ich spannend gefunden habe. Also würde ich vielleicht auch nochmal Richtung Australien. Ich hätte vielleicht tatsächlich auch irgendwie was Nordamerikanisches noch cool gefunden. Vielleicht sogar irgendwie auf eine hawaiianische Insel. In Brooklyn waren wir ja unterwegs, aber das ist natürlich schon sehr, ja, na, da sind wir sehr in New York City, in dieser Stadt. Aber vielleicht tatsächlich irgendwie die Westküste. Also es hätte für mich schon noch so ein paar Regionen gegeben, die ich cool und spannend gefunden hätte. Mal sehen, was irgendwie noch kommt. Ja, würde mich da auf jeden Fall freuen, wenn noch etwas kommt. Und das waren sie jetzt, die 12 Bücher. Ich hoffe, dass euch das mit dem Clips auch soweit gefallen hat. Und ja, filmtechnisch habe ich, jetzt habe ich die DVD gar nicht dabei, habe ich Downton Abbey 2 angesehen. Ich bin ja ein großer Fan der Serie gewesen, habe die auch schon 3 oder 4 Mal durchgeguckt, habe den Kinofilm zum ersten Teil auch schon 2 Mal gesehen und war leider nicht im Kino, als jetzt der zweite Teil herausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, woran es lag. Ob das zu Zeiten meiner Corona-Erkrankung war oder ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sind wir irgendwie nicht ins Kino gekommen und ich habe mich jetzt aber gefreut, als ich gesehen habe, dass die DVD herauskommt und habe ich mir die auch bestellt. Und dann war die hier und das habe ich natürlich super gerne geguckt. Also ich mag dieses ganze Adelige und gleichzeitig haben wir eben auch die Sicht der Bediensteten. Ich mag diese Mischung aus der Zeit, aus den Menschen und es sind natürlich schon viele Charaktere, die einem ans Herz gewachsen sind. Und ich finde die Schauspieler toll, ich mag die Stimmung, die geschaffen wird. Ich finde, dass sie total entspannt und einen runterholt. Ich finde auch, die kühlt irgendwie runter, weil eben alles so entspannt ist und leicht ist. Und ja, dieser Mix aus Adel und Bediensteten mag ich in Downton Abbey super gerne. Ich mag die Musik, ich mag die Geschichten, wie sie weitererzählt wurden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin auch sehr gespannt, ob es vielleicht noch einen dritten Film in irgendeiner Art und Weise geben wird. Und man braucht auf jeden Fall auch diesmal wieder Taschentücher. Das brauche ich bei Downton Abbey ja öfter. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und es ist jetzt, glaube ich, auch kein Film, den man unbedingt im Kino gesehen haben müsste. Da gibt es, glaube ich, andere Filme. Aber so ja, hat mir der auf DVD auf jeden Fall auch super gut gefallen. Und dann habe ich mit einer Serie angefangen. Ich war ja Anfang des Monats, habe ich ja das Buch von Mia Newman alias Adriana Popescu gelesen und war dann irgendwie so im Country-Feeling und bin über Chesapeake Shores, ja, gestolpert auf Netflix und dachte, Mensch, das klingt irgendwie cool, da fängst du mal an. Und ich befinde mich jetzt auch noch mittendrin, ich glaube in der 3. Staffel und ich muss sagen, jetzt verliere ich so ein bisschen die Lust daran. Also es ist gefühlt schon sehr viel an Wiederholung, sehr viel an Drama. Wir haben hier eine Familie bestehend aus 4, 5 Kindern, 3 Mädels, 2 Jungs und die Mutter verlässt sehr früh die Familie. Und so gefühlt, ja, 10 Jahre später, glaube ich, ist es, treffen sich alle irgendwie an diesem Ort wieder. Und der Vater der Kinder sozusagen ist auch irgendwie mit der Mitgründer dieser Stadt.
Und sie finden sich alle in diesem Haus wieder. Es gibt eine liebenswürdige Oma, auch die Mutter kommt dazu und dann muss halt die Vergangenheit aufgearbeitet werden. Gleichzeitig haben natürlich diese jungen Erwachsenen auch alle ihre eigenen Probleme, sei es der Job, sei es die Liebe, das sind Kinder mit im Spiel, der Ehemann, mit dem man sich irgendwie zofft und sich trennt und so weiter. Es kommen Ex-Freunde im Grunde wieder aus der Versenkung hervor. Es spielt auch der Freund der einen Tochter eine große Rolle, der so eine Musikkarriere irgendwie drin ist, der nach Nashville geht und der immer sich die Frage stellt, möchte ich berühmt sein oder nicht, einfach nur vielleicht in dem Ort arbeiten. Und ja, also es hat super viel Spaß gemacht. Es war mir aber schon zu Beginn zu viel Drama, zu viele Geschichten, die immer gleich so hochkochen. Und es sind auch oft Probleme, die innerhalb einer Folge irgendwie keine Probleme mehr waren. Also es ging mir viel, viel, viel zu schnell an vielen Stellen. Und ich dachte, das ist so eine gemütliche Wohlfühlserie. Und ja, das ist sie schon. Sie ist entspannt. Sie bringt Country rüber. Sie hat so dieses Städtchen-Feeling. Nebencharaktere bleiben oft ein bisschen blasser, außer sie haben direkt Kontaktdialoge mit den Hauptcharakteren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das ganze Städtchen irgendwie kennenlernt. Ich mochte sehr vieles, sehr gerne. Ich habe nicht jede Charakterentwicklung nachvollziehen können. Und wie gesagt, es ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel Drama. Und ich merke jetzt, dass so ja, nach fast 3 Staffeln auch so ein bisschen für mich die Luft raus ist, weil sich die Probleme wiederholen, sich Charaktere häufig die gleiche Frage stellen und nicht zu einer Erklärung kommen. Und ja, das ist im wahren Leben auch so. Das möchte ich gar nicht irgendwie abstreiten. Aber ich komme ja in der Handlung nie voran, wenn die sich in der 3. Staffel immer noch die gleichen Fragen stellen wie in der 1. Und ich denke mir, hallo, du hast doch jetzt irgendwie schon mittendrin 5 andere Dinge gemacht. Wie kommst du denn wieder zu dem Problem aus Staffel 1? Also das finde ich tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Und ich finde auch, dass manche Charaktere kein so gutes Bild abgeben, auch was so den Egoismus angeht. Und ich finde das manchmal ein bisschen schwierig. Also ich merke so, dass ein bisschen die Luft raus ist. Vielleicht mache ich jetzt auch einfach im August mal ein bisschen eine Pause, suche mir eine andere Serie und starte dann vielleicht wieder durch. Ich glaube, wir sind jetzt im Originalen sozusagen irgendwie in der 6. Staffel. Das heißt, ich hätte ja noch 3 Staffeln vor mir. Ja, also so richtig am Suchten davon bin ich jetzt nicht mehr. Gab jetzt definitiv so ein paar Dinge, die ich lieber geguckt hätte oder auch geguckt habe. Aber ja, mal gucken. Vielleicht pausiere ich oder es ist dann eben auch einfach so. Wenn ihr die Serie kennt, könnt ihr mir das ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, das war's soweit an Serien, Filmen, an Büchern. Ein Heidelberg-Vlog wird hoffentlich noch kommen oder ist vielleicht schon gekommen. Das werden wir sehen. Da habe ich ja auch so einige aus der BookTube-Community getroffen, was richtig toll war. Ja, aber sonst ist tatsächlich jetzt nichts irgendwie was Buchiges noch gewesen. Ich war auch nicht im Kino, dafür war es auch ein bisschen zu heiß, wie ich finde. Wobei im Kino ist ja immer schön kühl. Das Open-Air-Kino hier bei uns in der Stadt ist jetzt, glaube ich, auch erst im August. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich linse noch mal kurz auf den Zettel. Nein, ich habe tatsächlich über alles gesprochen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie war euer Juli? Welche Bücher habt ihr gelesen? Was war ein Highlight? Was war ein Flop? Schreibt es super gerne in die Kommentare. Lasst uns in den Austausch gehen und schreibt mir wirklich sehr gerne, wie euch das so in Clipform gefallen hat. Das hatte ich ja früher auch schon immer mal. Da könnt ihr mir gerne mal sagen, ob euch das vielleicht tatsächlich auch in irgendeiner Art bei der Bücherwoche, ob ihr das ganz cool findet. Ja, ist natürlich auch immer so ein Zeitding, ne? Ob man nach Beenden des Buches direkt irgendwie Zeit hat und da einen Clip irgendwie dreht. Aber ja, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Und ja, das war's. Bücher in der Infobox, Instagram in der Infobox und auch das ein oder andere Video, was ich euch verlinke. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinem Monatsrückblick. Ich freue mich jetzt wieder da zu sein und mit euch in den Austausch zu gehen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.